herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seit langem mal wieder vor unserem Video-Hintergrund. Genau. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, aber wir weil drüben vor unserem aktuelleren Video-Hintergrund jemand schläft. Ja, genau. Also ihr kennt ja bestimmt unseren weißen Hintergrund, wo es dann hinter uns immer so schön leuchtet. Ich liebe das. Ich finde das total cool. Das ist eigentlich vor unserer Balkontür. Wo hinter kein Balkon ist? Noch nicht. Aber der Kleine schläft gerade in der Stube. Wir haben ihn hier auch dabei. Wir hoffen, dass er jetzt nicht so schnell aufwacht. Und heute gibt es ein wieder mal ganz anderes Video. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, deswegen muss der Philipp jetzt weitersprechen. Ja, und zwar wollen wir euch heute ein cooles Gerät vorstellen. Es ist nicht unseres, es ist nur geliehen. Und zwar den, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Siyun Crane 2. Der ist noch nicht angeschaltet, also... Wie nennt man das? Ein Gimbal, einen elektronischen, so, Stabilizer, quasi. Und, genau, den wollen wir euch heute einfach mal zeigen. Ausbalanciert haben wir ihn schon so halbwegs, also nicht perfekt. Ich könnte, ach nee, der hält doch nicht auf dem Bett nicht. Der hat auf jeden Fall hier so ein cooles Stativ an. Und wir zeigen euch gleich alles, was es dazu gibt und... Ja, nee, das hält nicht, das können wir vergessen. Genau. Ich zeige euch jetzt mal, was es alles so dazu gibt. Und zwar logischerweise erstmal das Gerät selbst. Ich mache die Kamera jetzt nicht ab, weil ich keine Lust habe, die nochmal neu gleich einzustellen. Genau, also... Das ist jetzt die große Kamera, also wie viel... Du kannst ja, glaube ich, sonst was für Kameras hinpacken, oder? Das ist 3,2 Kilo. Okay. Das ist gar nicht so viel. Okay, aber auf jeden Fall... wie auch immer viel die jetzt wiegt. Ich glaube, das Gehäuse wiegt knapp 1 Kilo und das Objektiv nochmal nicht ganz 1 Kilo. Also das sind jetzt wahrscheinlich um die 2 Kilo. Ich glaube, das ist wirklich eher für solche Objektive wie die 50 mm Festbrennweiten oder ja, ich glaube sowas eher. Also Festbrennweiten, wo du zum Beispiel eh nicht zoomen musst, kannst, brauchst. Ja, also das ist auch nicht wirklich für Vlogs jetzt richtig gedacht oder geeignet. Weil es einfach zu groß ist auch. Ja. Also klar, diese kleineren auf jeden Fall, das ist kein Problem mit dem Handy und mit einer GoPro oder einer Legria oder irgend sowas. Aber mit sowas Großem eh nicht unbedingt. Genau, dann gibt es dazu, wie gesagt, so ein Stativteil. Also es ist kein richtiges Stativ, doch, ist eigentlich schon ein Stativ. Und zwar einfach nur so 3 Beine und ein Stativgewinde, das kann man. Das ist voll cool. Hier unten ranschrauben, einfach um das Ding irgendwo abzustellen. Einerseits zum Ausbalancieren, andererseits hat das auch solche Funktionen, dass man zum Beispiel mit einer App, die es auch dazu gibt, die habe ich jetzt aber nicht installiert und, oder ich hatte es schon mal installiert, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Da kann man, wenn man das Handy hier oben drauf macht, dann kann man quasi ein Objekt markieren und dann verfolgt, der sucht dann sich das Bild von der Handykamera, verfolgt damit das Objekt und bewegt danach dann diesen Gimbal. Und deswegen muss halt die Handykamera oder das Handy genauso in dieselbe Richtung gucken wie die richtige Kamera. Ich hoffe, das hat man verstanden. Dann hat das auch noch so Funktionen, dass man zum Beispiel einen Punkt A an einen Punkt B festlegt und eine Zeit festlegt und dann fährt der eben in dieser Zeit diesen Weg ab. Genau. Ja, mit diesem Stativgewinde kann man es logischerweise auch an jedem anderen x-beliebigen Stativ festmachen, wenn man das möchte. Wenn ihr euch fragt, wo ich das gerade alles raushole, es gibt so einen coolen Koffer dazu. Also das macht alles wirklich einen super Eindruck. Also, boah, das ist mega hart. Ja, ja. Also es ist zwar China, aber so ein China, wir haben es auch vorhin schon so verglichen mit Unique, weil es jeweils größer DJI-Konkurrent im jeweiligen Sektor, Segment, wie auch immer. Das hier halt bei Gimbal und Unique und DJI bei Drohnen. Genau. Dann gibt es hier noch so eine kleine Packung mit Klebeband, also so ein Klebeteil dazu. Das kann man sich hier unten um den Griff machen. Und damit man davon quasi nicht abrutscht, weil, also ich sehe keinen Sinn dahinter, dass man abrutscht. Oder keinen Grund fürs Abrutschen. Ich sehe diesen Punkt nicht, aber wer sehr rutschige Hände hat, meinetwegen, der kann sich das darum kleben. Dann eine kleine Packung mit Anleitungen. Also eine ganz normale Anleitung, sogar in Farbe. Sprache.
Englisch? Englisch und... Ich glaube, das war's. Ich glaube, nur Englisch. Achso, zum Preis erstmal. Wir haben vorhin mal geguckt, das kostet aktuell in einem Angebot bei Amazon 550 Euro. Und ja, also irgendwas zwischen 500 und 600 Euro kostet dieses Teil. Je nachdem, wann man gerade ein Angebot erwischt. Ist es das wert? Ja. Ist halt die Frage, braucht man sowas? Ich glaube, es ist echt cool, wenn man es hat. Und wenn man es nutzen kann. Aber wirklich für uns jetzt, wenn wir sagen, wir nutzen das, oder wir würden es vielleicht nutzen, ich weiß nicht, einmal im halben Jahr, lohnt sich es logischerweise nicht. Ja, kommt halt wirklich immer drauf an, was du dann damit. Genau, wenn du jetzt in dem einmal im halben Jahr natürlich irgendwelche krassen Aufträge hast, die ganz viel Geld bringen, lohnt sich das. Wenn wir es aber nur für unsere Videos ab und zu mal nutzen, lohnt sich das, denke ich, erstmal noch nicht. Ja, also für uns, wenn wir jetzt wirklich das dauernd oder oft mitnehmen würden, so ein Gerät, zum Beispiel für Lost Places oder was auch immer, wäre halt so ein ganz kleines, so für eine GoPro, zum Beispiel ihre Hero Session, Hero 5 Session. Dafür wäre das voll praktisch. Aber so ein Riesenteil, wenn man jetzt wirklich das, ja, ich weiß nicht, nicht für irgendwelche krassen Produktionen, sag ich jetzt mal, nimmt, sondern nur für ein ganz normales Video, lohnt sich einfach nicht. Genau, weiterhin gibt es dazu dieses Teil, das ist ein Ladegerät, sieht aus wie ein stinknormales Akkuladegerät, aber es sind keine ganz normalen Akkus, sondern hier sind die großen 18650 Akkus drin, die auch ja, in Taschenlampen oft drin sind. Und ja, ich kannte sie bis zu diesem Teil nur aus Taschenlampen, glaube ich. Und falls ihr euch fragt, warum hier drei sind, hier sind auch drei drin. Also sieht man schon mal, was dieses Teil für eine Leistung wahrscheinlich hat. Ja, na, plus minus. Da, so rum. Genau. Da kann man hier unten, also kann ich jetzt schlecht zeigen. Oder doch. Kann man hier unten aber diesen Griff abschrauben. Okay. Muss man natürlich mit zwei Händen machen, dass es sonst mitdreht. Ja, man kann einfach diesen Griff aufschrauben und dann Akkus rausnehmen. Man kann aber genauso gut auch hierüber über ein, ich weiß gar nicht, Micro-USB-Kabel laden oder so. Und dieses Ding hat auch Micro-USB-Anschluss, also genau. Dann haben wir hier noch einen Tragegurt. Wo macht man sich den denn ran? Den macht man hier an, diesen, an den Koffer ran. Den kann man sich dann über die Schulter hängen. Also man braucht nicht extra eine Schnellwechselplatte. Hier ist, ich weiß nicht, ob das richtig dieses Arca-Swiss ist oder eben nicht. Auf jeden Fall ist hier so ein Schnellwechselsystem mit dabei. Und was es dann noch dazu gibt, dieses Teil. Das ist ein kleines Schächtelchen für... Das ist ja süß. Ist das auch so mega stabil? Magie. Aber schon eigentlich. Also, genau. Da hier gibt es jetzt Kabel für sämtliche Kameras. Wir haben hier zum Beispiel ein Angebot für Panasonic. Weil Panasonic nutzt ja diesen Klinkenstecker. Ja. Und man sieht auch, dass die wirklich mitgedacht haben. Also hier ganz kurzes Kabel für Panasonic, weil die ihren Stecker rechts haben. Und der Anschluss am Gimbal auch auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite ist. Und bei Canon zum Beispiel ist ja der Anschluss auf der Seite und hier am Gimbal. Deswegen haben die für Canon ein viel längeres Kabel. Genau, wie gesagt, Panasonic gibt es. Dann ist das normale USB-Kabel, um dieses Gerät aufzuladen. Dann haben wir hier ein Kabel für Sony mit diesem Sony Multi-USB-Stecker, dieser Huch, der aussieht wie Micro-USB, bloß in viel länger. Also hier sieht man Micro-USB und hier sieht man diesen Multi. Ich glaube, da funktioniert auch normaler Micro-USB, aber Sony muss da was Eigenes erstellen, herstellen. Und hier ist, ach, für die neueren Canon mit Micro-USB. Also ich glaube, ich weiß nicht, die M5 oder so hat eventuell Micro-USB. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Genau. Und wie gesagt, den normalen. Ja, und ich glaube Nikon, weiß ich gar nicht, was Nikon für Stecker nutzt. Nee, ich glaube, die Nikon muss man nicht mal verbinden, weil
an sich steuern, sowas wie Blende Zeit und sowas, kann man glaube ich eh nur mit Canon und mit Sony über einen Trick. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Nikon Kameras überhaupt steuern kann von diesem Gerät aus. Also dieses Case ist auch wirklich mehr als groß genug, man kriegt es auch danach wieder rein, nachdem man es einmal draußen hat. Das ist echt gut. Ist ja nicht immer so der Fall. Ich werde es jetzt mal anschalten. Genau, und ihr seht, es hat sich gleich ausgerichtet. Und zwar auf eine, also nach vorn senkrecht. Nein, nicht senkrecht, waagerecht natürlich. Also direkt gerade nach vorn. Und so, dass man die Knöpfe zu sich selbst zeigend hat. Hier dieses Rad, das ist eine Besonderheit für, ich glaube, eigentlich nur für Canon bzw. für Sony mit, wie heißt das, mit so Objektiven, die sind, die haben ein bestimmtes Fokussystem noch bei Sony. Das weiß ich aber nicht, das haben nur ganz wenige Objektive. Jedenfalls kann man hiermit, so mit dem Daumen, den Fokus für Canon steuern. Weil, ich kann auch eigentlich hier rüberrutschen, wenn die Beine gerade nicht da sind. Weil bei Canon kann auch die Kamera quasi den Fokus an das Objektiv übertragen und steuern. Das können die anderen Hersteller, soweit ich weiß, nicht. Genau. Und jetzt, achso, wenn ich die Kamera natürlich vorher noch einschalte, dann wird es besser. Ja, wir haben hier einen Joystick. Damit können wir die Kamera steuern. Also entweder haben wir die Möglichkeit, dass wir die auch mit dem Joystick nach rechts und links steuern können und nach oben und unten. Oder der andere Modus dreht die Kamera, wenn ich den Gimbal drehe, mit einer kleinen Verzögerung hinterher. Und nach oben, also das kann ich dann nicht mit dem Joystick steuern, aber nach oben und unten geht trotzdem. Genau, dann habe ich weiterhin hier die Möglichkeit, boah, ist das schwer. Ja, das ist kein Nachteil, weil das liegt halt einfach an der Kamera, daran, dass die schwer ist. Aber das Ding ist schon echt nicht gerade leicht. Also es ist wahrscheinlich am besten, wenn man sich ein Stativ ranmacht oder irgendwas anderes, am besten so eine Art Rig, womit man sich das dann zum Beispiel mit so einem Hüftgurt oder irgendwas befestigen kann. Ja. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Man hat hier unten jetzt die Möglichkeit, hier die Blende Zeit, um den ISO zu verstellen, und so eine Belichtungskorrektur. Genau, das war's. Die vier Sachen kann man hier einstellen. Und das funktioniert auch super. Also wenn man sieht, jetzt hier Blende 4.0, man sieht direkt auf der Kamera, es wird dunkler, sobald ich hier an den Ding drehe. Genauso ist mit der Zeit, das funktioniert auch problemlos. Echt zügig. Genau, und Fokus funktioniert am besten, habe ich gestern rausgefunden, oder funktioniert zumindest besser in kleineren Schritten, wenn man an dem Objektiv den manuellen Fokus eingeschaltet hat, weil wenn ich jetzt den Autofokus eingeschaltet hat, weil mit dem manuellen Fokus macht dieses Rad hier viel größere Sprünge. Ist vielleicht auch nur eine Einstellungssache, ich habe noch das noch nicht ganz so rausgefunden. Ich habe den erst seit gestern zum Testen hier. Ja, aber jedenfalls mit Autofokus eingeschaltet kann man hier viel genauer fokussieren. Und das funktioniert dann auch eigentlich ziemlich gut, wenn ich nicht Bildstabilisator ausmache. Nee, der ändert daran nichts. Also hätte mich jetzt auch gewundert, aber man kann es ja mal probieren, aber man weiß ja nie. Ja, dann könnten wir euch auch jetzt eben noch ein kurzes Beispielvideo einblenden. Ich kann hier einfach mal. Achso, die Aufnahme kann ich natürlich auch von hier starten. Ich kann hier auch noch den Live-View an- und ausschalten. Das ist auch sehr cool. Und dann habe ich hier unten noch einen Menüknopf für verschiedene Einstellungen von dem Gimbal selbst. Also Motor, dann Motoreinstellungen, wie stark der Motor arbeiten soll. Genau, man kann hier, wie gesagt, verschiedene Sachen einstellen. Motor, dann kann man das Kameramodell einstellen für solche Einstellungen wie Blendezeit und sowas. Und für diesen Focus-Control-Dings hier, da
Dann kann man einstellen, wie dieses Rad hier arbeitet. Genau, wir können jetzt mal euch eben ein Beispielvideo einblenden, was ich jetzt gleich machen werde. Genau, also Aufnahme läuft jetzt. Und jetzt werde ich einmal mit diesem Rad hier fokussieren. Wir können das ja einfach parallel einblenden. Genau. Und dann kann ich jetzt einmal eben... Achso, muss ich den Modus noch umschalten. Genau, und zwar, wie jetzt... Das können wir eigentlich bestimmt schön einblenden. Also einmal seht ihr das Video, was ich gerade hier mit aufnehme, mit meiner großen Kamera. Und andererseits seht ihr, was ich hier... Ach nee, seht ihr nicht, weil ich das nicht im Bild habe. Also ihr seht jetzt, was ich hier mache und oben seht ihr quasi, was sich dann an der Kamera ändert. Das ist alles so sehr gut eigentlich funktioniert. Sowohl das Fokussieren funktioniert gut, macht echt das, was es auch verspricht. Das ist wirklich auch der Einzige, der das so kann. Das können auch die teureren von DJI nicht. Die haben dann noch einen extra Stellmotor am Objektiv und dann auch so ein Rädchen und darüber wird das dann gelöst. Gut, diese Funktion bietet eh nur Canon, also von daher ist es auch nicht so schlimm, sage ich mal, dass die anderen das nicht können. Ja, dann können wir jetzt hier die Blende schließen, eine andere Belichtungszeit einstellen oder auch den ISO erhöhen oder niedriger machen. Und wie gesagt, hier die Belichtungskorrektur, die nicht funktioniert, warum auch immer. Das weiß ich nicht, ist ja auch egal. Genau. Und genauso können wir eben natürlich die Kamera senken, heben und drehen. Also manchmal hat er so kleine Probleme, da ist er sich, glaube ich, nicht ganz sicher, was er vorhat. Besonders wenn ich die Kamera, ich weiß nicht, ob das am Gewicht liegt, wenn ich das Gerät, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gleich seht, wenn ich das ein bisschen schräg halte, in einem bestimmten Winkel, ja, das hat er jetzt sich selbst dazu entschieden, das zu tun. Aber ich weiß nicht, ob der so eine Art Modus hat, wenn man zum Beispiel das einerseits gerade hält, so, oder sogar fast kopfüber hält, oder eben, ob man es so hält, ob der das dann ein bisschen anders jeweils regelt. Ich glaube, der schaltet dann um in einen anderen Modus. Aber, ja, kann man garantiert auch irgendwie noch einstellen, dass es kitzelt. Genau, also ich würde sagen, fertig. Ich beende jetzt noch hier. Ich sehe es, ich spüre es, meine ich. Na, soll ich hier das Ganze so... Ich beende jetzt eben noch hier die Aufnahme. Dann seht ihr auch, dass es hier über den Knopf funktioniert. Hat es funktioniert? Ja. Super, nicht, dass ich irgendwie das Zeug erzähle, dann stimmt das gar nicht. Genau. Schalte ich mal aus. Er klappt zusammen. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben und fleißig kommentieren. Unser letztes Video verlinken wir unten drunter und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Tschüss.